Mais, Sojamulcher 2024 war bis zum Anbau trocken, dann sehr feucht und kühl, es stand tagelang das Wasser durch Überflutungen. Wir hatten im Vorauflauf das Unkraut chemisch behandelt. Jetzt Anfang Juli ist alles in Vollblüte, wenn Gott will, ist wieder eine gute Ernte in Aussicht. Die Düngung erfolgt wie alle Jahre mit 2x25 Kubikmeter homogenisierte Schweinegülle. Der Wirtschaftsdinger wurde mit Schleppschuh-Güllefass in die Mulchschicht 5 cm eingebracht. Die Winterbegrünung war winterhart Landsberger Gemenge und teils Kammerversuch mit verschiedenen teils Abfrostenden Begrünungen. Es war in der Bodenbearbeitung mit 5 cm Fräse ein deutlicher Unterschied der Begrünungsmischungen. Gräser hatten eine viel bessere Bodengare durch die gute Durchwurzelung. Ist jetzt aber kein Unterschied beim Mais rein optisch zu erkennen. Am Hof ist es hügelig und bei Starkregen immer eine Herausforderung. Aber durch die gute Bodenbiologie und flache Bodenbearbeitung haben wir eine sehr gute Wasseraufnahme. Oberflächenwasser von außen wird über ein Retentionsbecken umgeleitet. Beim Mais-Saataufgang haben wir ein wenig Ausfall durch Drahtwärmbefall. Hier wurde die Winterbegrünung Landsberger Gemenge geerntet. Beim Soja wurde die Winterbegrünung Wickroggen mit Fräse gemulcht. Die Paulownia-Bäume sind bis jetzt für den Mais kein Hindernis. Die Feldmäuse sind bei uns für die Bäume das größte Problem. Unser Retentionsbecken Schwimmteichbiotop hat 400 mm Starkregenvolumen. Mit unserer 49 kW Photovoltaikanlage sind wir mithilfe zwei Elektroautos auch als Hofspeicher 80% autark. Unsere Tierwohlschweine haben teils überdachten Auslauf und 100% mehr Platz. Der ökologische Fußabdruck unserer Schweine ist sehr neutral. Meine Frau und ich werden den Betrieb unserer Hofübernehmersohn und zukünftige Schwiegertochter weitergeben, und wir werden sie noch tatkräftig so wie es geht unterstützen.